Herzlich willkommen bei einer weiteren Spezialausgabe von Auf dem Roten Stuhl. Die Bedingungen haben sich etwas verändert, jeder weiß es. Ich habe versucht, mich technisch anzupassen und bin glücklich, dass ich eine Lösung gefunden habe, um trotzdem für euch senden zu können und Gespräche führen zu können. Ich habe mir einen Gast für das Corona-Spezial eingeladen, einen weiteren Gast. Ein Interview gab es ja schon mit Klaus Eckel, habt es vielleicht gesehen. Und ich versuche ihn jetzt per Skype zu erreichen und zum ersten Mal eine Online-Konferenz aufzuzeichnen. Ich werde schauen, ob es klappt. Wir rufen ihn schnell mal an. Oh, da ist er schon. Hallo Matthias Strolz, ich grüße dich. Ja, ich grüße auch. Hey, heute nicht im roten Sessel, oder? Aber genau. Keine Couch. Matthias, stell dir vor, du bist eine unglaubliche Premiere, denn es gab noch nie ein Interview auf dem roten Stuhl ohne roten Stuhl. Was so ein Virus alles schafft, steht da vor. Ja. Es ist eine Musterunterbrechung. Im großen Stil und auch im kleineren. Ja, genau. Hoffentlich, dass die Unterbrechung nicht zu lange dauert, aber ja, mal schauen, gell? Mal sehen, ja, wo wir landen. Meine erste Frage, Matthias, das interessiert mich brennend. Du hast mir ja erzählt, dass du gerade auch bei einer Aufzeichnung noch im ORF warst, bei der Barbara Stöckl. In diesem Zusammenhang ist mir gleich eine Frage eingefallen, und zwar, wie groß ist denn dein Respekt, oder vielleicht nennen wir es auch Angst, zum einen vor der Krankheit, irgendwo Ansteckungsgefahr und so weiter, oder auch vielleicht jetzt Vorwürfe zu bekommen, dass man solche Sendungen überhaupt noch macht. Wie denkst du darüber? Ja, wir sind schon weiter auseinandergesessen als sonst, also nicht am Tisch, sondern wirklich 1,5-2 Meter getrennt voneinander. Kommst beim ORF auch nicht rein, ohne Temperaturmessung. Mein Respekt ist sehr groß, weniger jetzt für mein Leben. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich hier eine Risikogruppe bin. Und wir werden eine Durchsagung von 60-70% erreichen müssen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass ich das auch kriege oder tragen werde. Es gibt ja diese Studien in China, auch in Italien, von den Jüngeren, und jetzt bin ich so ein Halbjunger, ne, bin halb Alter, aber recht fit an und für sich. Die Chinesen sagen, ungefähr 70% sind Träger, sogar mehr, aber haben es selbst gar nicht gemerkt. Und die italienischen Studien sagen 55%, oder die eine italienische Studie. Das heißt, ich glaube, dass es tatsächlich natürlich schon erhebliche Anzahl von Toten geben wird in Österreich. Und das macht mich jetzt schon betroffen, natürlich. Das ist ein großer Respekt, den ich habe. Und dann sehe ich natürlich auch als Unternehmer und als politischer Kopf, was gerade unterwegs ist in der Wirtschaft. Und das wird ein brutaler Hammer. Also das ist und da kann man auch nicht sagen, tun wir das alles wegdrucken, weil es geht nur um Menschenleben. Ja, Menschenleben als erstes, das ist völlig klar für mich. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir diese Kurve abflachen. Aber nach hinten hin haben wir keine Strategie. Also wenn wir die Kurve abflachen, dann wird es ja irgendwie gehen bis möglicherweise bis Jahresende. Wir können aber nicht die Wirtschaft 9 Monate abdrehen, weil dann haben wir ein anderes Problem. Und das wird auch brutal menschliches Problem sein. Also da kann man nicht sagen, das ist Wirtschaft. Da pfeift drauf, sondern da geht es um Existenzen dann. Würde man nicht aushalten als Gesellschaft, 9 Monate die Wirtschaft abzudrehen im derzeitigen Modus. Da hätten wir Hunderttausende von Arbeitslosen, wir hätten Zehntausende von Insolvenzen. Ja, jetzt höre ich, die Regierung kommt mit einem 38-Milliarden-Paket. Auch das ist natürlich, muss man genau drauf schauen, was das dann ist. Bisher war sowas nicht darstellbar, budgetpolitisch. Weil wir müssen ja auf der Gegenseite sehen, dass auch die Einnahmen wegbrechen. Das heißt, wir kommen in ein völliges Neuland. Das ist etwas, was wir alle zusammen noch nicht erlebt haben.
seit dem Zweiten Weltkrieg und da sind viele Fragen offen und wer davon nicht Respekt hat, der spürt sie nicht oder schaut nicht hin. Es gibt ja mittlerweile schon so Aussagen, gell, dass eigentlich, wenn das Ganze dann irgendwann sich wieder normalisiert, aber trotzdem nichts mehr so sein wird, wie es einmal war alles. Wie würdest du den Satz interpretieren? Also wahrscheinlich wirtschaftlich auf der einen Seite natürlich. Absolut. Also wir werden viele Systeme neu erfinden müssen oder neu strukturieren müssen. Wir haben ja 2008 eine große Krise gehabt. Da haben wir uns freigekauft eigentlich. Mit viel Steuergeld, das wir eingesetzt haben, mit viel Schulden, die wir aufgebaut haben allesamt. Mit viel auch Intervention durch die Notenbanken, die ja bis jetzt eigentlich 11 Jahre später noch Anleihen aufkaufen in schwindligen Höhen. Ich halte das für falsch. Ich halte auch die Zinspolitik für problematisch. Jedenfalls hat die Zentralbank ein gut Teil ihres Pulvers verschossen. Also wir können nicht so weitermachen. Deswegen habe ich auch vorgeschlagen, wir brauchen natürlich ab Herbst neue Instrumente dann. Also zum Beispiel Helikoptergeld haben wir noch nie eingesetzt. Aber ich hielt es für falsch, den Anleihenkauf der Europäischen Zentralbank weiter auszudehnen, vielleicht sogar auf Aktien. Warum für falsch? Weil die Verteilungswirkung der letzten Jahre schon fatal war. Man hat ja nicht nur den Eindruck, sondern auch den faktischen Befund, dass das Geld vor allem zu jenen geflossen ist, die schon Geld hatten. Und warum? Weil die einen wahnsinnigen Informationsvorsprung haben und Netzwerkvorsprung. Und deswegen wussten die, wie sie das Geld zu sich leiten. Wenn wir diesen Weg weiter vorangehen, das ist eine Sackgasse, das endet schnurstracks in einem Aufstand. Das würden die Leute nicht akzeptieren. Also das sind einige Dinge. Und dann, ich bin ja bei Story.One mit dabei und da haben wir eben auch eine Geschichte gehabt, nichts wird mehr so sein, wie es war. Nach ja, die habe ich gelesen. Ja. Hast gelesen ja. Und ist unglaublich. 1,5 Millionen Menschen haben es jetzt gelesen in den letzten 3 Tagen, Wahnsinn, 3,5 Tagen. Also die Sehnsucht der Menschen ist riesig, als hätten sie geradezu auf eine Krise gewartet, die sie ihnen eine neue Zukunft bringt dann auch. Ja? Mhm. Das ist, wir alle haben gespürt, da stimmt vieles nicht mehr zusammen. Ja, wir können Geld nicht essen. Und rundherum, und die Frage ist, ob wir die Kraft haben, diese Krise gut zu nutzen. Also never waste a good crisis, heißt es, aber die letzte haben wir irgendwie verschwendet, die letzte Krise. Diese wird hart, ich hoffe, wir werden sie nicht verschwenden. Also du meinst quasi diese erzwungene oder aufgezwungene Notbremse ist auch eine große Chance, das Ganze wieder mal resetten und irgendwie umzudenken? Ja, natürlich ist es so zu sehen. Da muss man Acht geben, dass man nicht ins Zynische verfällt, weil das wird uns allen viel abverlangen, die nächsten Monate. Und manchen wird es brutal viel abverlangen und einigen das Leben. Und da kann man nicht sagen, super, hurra, wir haben eine Krise. Ja, gleichzeitig, es ist, wie es ist. Also wir können uns an dem Punkt auch nicht mehr aussuchen. Ja. Wir können das Beste draus machen. Es gibt ja teilweise im Netz auch wüste Theorien. Man muss natürlich immer vorsichtig sein, was man sich aus dem Netz sozusagen herauszieht oder rausliest. Die verschiedensten Theorien, woher dieser Virus kommt, ob er quasi natürlich entstanden ist, sich selbst entwickelt hat. Wie denkst du darüber? Ja, natürlich, wir alle lesen Versatzstücke von dieser oder jener Verschwörungstheorie. Ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt sind Beschäftigungen damit nicht hilfreich. Also Viktor Frankl, der Begründer der Logotherapie, hat schon gesagt, bei großen Niederschlägen, also wenn es die wirklich niederhaut, durch einen Hammerschlag, das heißt, du hättest individuelles Schicksal, Krebs, oder man, er selbst war in 3 AZs, ja, und hat alle 3 überlebt, Konzentrationslager. Also der hat schon gewusst, was er redet, nicht? Das war kein Theoretiker. Der hat gesagt, bei heftigsten Niederschlägen ist die Frage, warum nicht hilfreich? Weil sie dich in einem Problemfokus hält und eigentlich nicht vom Fleck bringt. Und sie hypnotisiert dich geradezu in die Depression hinein. Die Frage, warum? Ja. Und natürlich werden wir die Fragen alle vermessen müssen, ob wir jemals die Wahrheit erfahren. I don't know. Die Frage ist jetzt, wohin?
wozu? Wie nutzen wir das, was ist? Wir müssen ja, das sagt die Psychotherapie, wenn du also aus einem Status quo, der dir nicht gefällt, entfliehen willst, ist das Erste, dass du den Status quo auch akzeptieren musst. Sonst, wenn du den Status quo nicht akzeptierst, ist wie als wie auf morastigem Boden stehen. Also es ist wie, sage ich mal, Sackhüpfen im Sumpf. Da wirst du nicht weit hupfen. Ne? Du hast keinen Abstoß. Du musst quasi den Status quo als Absprungbasis ausbetonieren und sagen, so ist es jetzt. Und wohin hüpfe ich? Wohin bewege ich mich? Das ist die viel wichtigere Frage. Und alle anderen würde ich im Moment hinteranstellen. Es werden auch Diskussionen auf uns zukommen, wie tun wir jetzt tatsächlich, weil die Briten eine andere Strategie gewählt haben, zumindest am Anfang, und gesagt haben, möglichst viele anstecken. Diese Diskussion wurde zu wenig differenziert auch geführt in Österreich. Wir haben jetzt einmal diese Maßnahmen, das finde ich auch gut. Ich finde, dass die Regierung und alle Parlamentsparteien bis hierher einen guten Job machen. Wir werden aber in den nächsten Wochen schon die Diskussion führen müssen, wenn wir eben bei einer Durchseuchung von 60-70% ankommen wollen und ankommen müssen, für diese sogenannte Herdenimmunität. Ja, wann haben wir denn vor, dass sich diese 60-70% anstecken? Wie können wir das verteilen? Da müssen wir auch Tacheles reden mit diesen Szenarien, weil wir eben den momentanen Zustand nicht aushalten als Gemeinschaft 7 Monate. Das würde uns den materiellen Boden und den Füßen wegziehen, und jetzt bin ich ein großer Materialist und Familienkutsche reicht mir und ich brauche kein Boot und kein Wochenendhaus und kein, aber wir sind Menschen in einem fleischlichen Körper, da geht es um Leben und Tod, Nummer eins, und dann sind wir geboren in Raum und Zeit, und da geht es natürlich um existenzielle Bedürfnisse. Ja? Mhm. Wie ernähre ich mich, wie zahle ich meine Schulden oder meine Kredite fürs Eigenheim, wie komme ich über die Runden mit meiner Familie oder mit mir selbst? Diese Fragen müssen wir gut beantworten für die nächsten Monate, Jahre, und die sind keine kleinen. Ja, ich habe jetzt vorher gerade drüber nachgedacht, weil das Interessante ist, wenn ich jetzt zum Beispiel über meine Situation nachdenke, und da finde ich, das wird irgendwie so die, also das ist so eine Herausforderung, zum einen irgendwie Respekt vor der aktuellen Situation zu haben, dass es nämlich gefährlich ist, und zum anderen aber auch sozusagen die existenzielle Angst im Hinterkopf, trotzdem, wie du sagst, irgendwie es bringt nichts, sich die Frage warum zu stellen, aber man stellt sie natürlich zwangsläufig. Man stellt sich, ja. Das verstehe ich auch. Also ich habe heute gerade in der Presse einen Gastkommentar drin, ich habe es auch auf www.strolz.eu und der Blog.tv online gestellt. Wir wissen ja, wie der Prozess der Verlustbewältigung ist. Das ist in der Psychologie ganz gut ausgearbeitet in Stufenmodellen, und das lässt sich auch auf Soziologie und Gesellschaft übertragen. Also im Moment ist die Mehrheit der Bevölkerung noch in der Phase eben des Verdrängens, des Nicht-Wahrhaben-Wollens. Und in den nächsten Wochen wird dann schon die Phase 2 kommen. Das ist die Phase der heftigen Gefühle. Da geht es dann auch darum, denen einen Platz zu geben. Da wird sich Wut, Zorn, Aggression freilegen. Ja. Da werden Schuldige gesucht werden müssen von vielen. Und manche wollen auch manche hängen sehen. Das beginnt ja schon ein bisschen. Twitter ist da immer quasi die Vorhut. Da kann man es schon mitspüren, dass man den einen oder anderen höher hängen wollte. Nach dieser Phase kommt dieses bewusste Abschiednehmen, wo wir dann also die Verdrängung hinter uns lassen, aber auch die überschäumenden Emotionen und sagen, so ist es. Wir werden Abschied nehmen von, wahrscheinlich in Österreich, von, wenn es gut geht, ein paar hundert lieben Verstorbenen, wenn es schlecht geht, einige tausend, und wenn es ganz schlecht geht, noch mehr. Das wird uns einiges abverlangen. Wir werden dann aber auch von anderen Dingen Abschied nehmen, die einfach, das wird individuell ganz unterschiedlich sein. Von Arbeitsplatz in der einen Form. Und dann geht es hinein in ein neues Selbst- und Weltverständnis. Und das ist die Phase des Aufbruchs, natürlich. Also nach Corona kommt ein Aufbruch. Das ist ja keine Frage. Die Frage ist nur, wann der beginnt. Und der wird nicht in jedem gleichzeitig beginnen und nicht in jedem Leben. Aber, und das ist die Chance, dass es eher
früher als später beginnt. Dass das eigentlich eine Krise ist, die zwar tief geht, aber nicht allzu lange währt. Ja, ein paar Monate. Alles Spekulation im Moment, aber so kann man drauf schauen und so kann man sich selbst auch ein bisschen die Kräfte einteilen. Ich war halt noch draußen mit den Kindern auch spazieren, das lassen wir nicht nehmen und auch wenn man die, die Krisenberichte aus den 20er Jahren sich anschaut, gibt es sogar wissenschaftliche Befunde, dass Sonnenlicht und frische Luft ganz wichtig war. Ja. Sogar für Kranke, also sie haben sogar Kranke in Sonnenlicht hinaus befördert und in die frische Luft und hatten damit viel Erfolg. Mhm. Ich glaube, wenn wir jetzt 5 Monate in einem Wohnzimmer hocken, dann hast du mehr Leute, die es ums Eck trat, deswegen, glaube ich, weil sie einfach verrückt werden oder depressiv oder sonst irgendwas. Und das befördert natürlich die Anfälligkeit des Systems insgesamt. Ja, das heißt, bei dir höre ich so ein bisschen raus, wenn man jetzt die Balance zwischen positiv weiter in die Zukunft arbeiten und auch weiter tun, weil das ist das, auf was ich vorher auch noch hinaus wollte, quasi einfach diese Balance zu finden zwischen einfach weiter tun, wo man war und sich auch nicht zu sehr beirren lassen. Wie sehr ist da bei dir die Balance zwischen Respekt für die Situation jetzt und trotzdem aber das ein bisschen beiseite zu schieben und weiter zu tun, weil man muss ja dann auch weiter von uns leben und so. Also das ist ja das Verrückte im Kopf, finde ich. Ja, da werden wir viel lernen auch noch an Grenzgängen und natürlich habe ich größeren Respekt davor, wenn ich älteren Personen begegne oder auf Story.one beginnen wir jetzt gerade eine Kooperation mit MyAbility. Also ich habe diesen Hashtag Corcooning eben aufgegleist, da kommen ja ganz viele Geschichten. Cocooning war dieses soziologische Phänomen, dass sich Menschen zurückziehen in der Freizeit, in die eigenen vier Wände. Das war ein Nischenprogramm. Auch ein bisschen, einerseits Bobo und andererseits halt alle möglichen Gruppen. Aber es war ein Nischenprogramm gesellschaftlich so. Und jetzt kommt Cocooning, das ist quasi der staatlich erzwungene Rückzug oder verordnete Rückzug in die eigenen vier Wände als Massenphänomen. Und da ist wichtig, dass wir eben auch mit einem wachen Auge drauf schauen und sagen, ja, was kann ich jetzt auch positiv daraus entwickeln? Ich habe noch nie mit meiner Frau im März im Garten an einem Montag zu Mittag gegessen alleine. ja, haben wir es, diese Woche schon. Ich war jetzt selten während der Woche mit den Kindern 1,5 Stunden im Wald. Jetzt war ich's. Also da gibt es auch Chancen, bei jedem wird es andere geben, aber dann gibt es auch natürlich Gruppen, die extrem betroffen sind. Eben MyAbility, das ist ein Hashtag dann für Menschen mit Behinderungen. Das sind über 15% in der Bevölkerung. Und das sind ungefähr 15 Millionen Leute im deutschsprachigen Raum. Die haben gewaltige Probleme. Da funktioniert plötzlich die Betreuung nicht mehr so wie bisher. Der Nachschub an Medikamenten, an möglichen Utensilien, die sie brauchen für ihren Alltag. Also ich hoffe, dass dieses Cocooning, dieses Zwangsverordnete auch eine Chance ist für ein neues Miteinander. Und ja, das ist es jedenfalls. Also er hat am Vormittag dem Nachbarn zugerufen, die am Balkon draußen gestanden sind. Sie sind beide über 80, vis-à-vis beim Haus. Und sie haben ihren Enkel zugeschaut, wie sie im Garten spielen mit ihrer Tochter. Weil sie sagen, die dürfen nicht einer, aber sie haben ein Gartentor, wo die quasi in ihren Garten auf Besuch kommen dürfen. Das ist herzzerreißend gewissermaßen, wenn die da. Und doch geht es allen gut dabei. Ja? Und ich hoffe, dass wir guten Mut bewahren. Und es ist ja auch ein bisschen in der ganzen Tragödie da das Wetter ein Geschenk dabei. Ne? Ja, wenn es regnet und kalt wird, dann fällt da halt die Decke schneller auf den Kopf, als wie wenn der Frühling den Raum flutet, wenn das Fenster auf. Ja, das ist für mich so ein bisschen, ich bin so ein Frühlingskind, für mich ist das immer ein monatelanger ersehnter Zeitpunkt, dass das Leben beginnt wieder neu, ja, quasi. Ist großartig. Ja. Und aber ein bisschen schade ist, dass einem diese Freude jetzt gerade so zumindest psychisch ein bisschen gedrückt wird. Gell? Ja. Also so, vielleicht kriegen wir einen zweiten Frühling im Herbst, wenn es gut läuft. Ja. Ich denke mir, also generell gesellschaftlich wird das eine Herausforderung, glaube ich, ein bisschen davon abhängig, wie lange das jetzt noch dauert, dass man so eingeschränkt sich nur bewegen darf. Aber wie du vorher schon erwähnt hast, ich fürchte auch, dass das, wenn das zu lange dauert für die Gesellschaft emotional
dann eine große Herausforderung. Also ob da die Emotionen dann nicht irgendwann, hoffentlich nicht, natürlich hochkochen oder so. Ich glaube, das kann auch keiner voraussagen. Oder? Kann das keiner voraussagen. Natürlich ist es, natürlich ist dieses Zurückgeworfensein auf sich selbst, in die eigenen vier Wände, für die Familien auch eine Zumutung. Ne? Da musst du schon dich gut organisieren, Familienkonferenz einberufen, gesagt, was sind die Regeln. Trotzdem hast du Reibung, du wirst grobe Konflikte haben, und zwar in jeder Familie. Das ist gar nicht anders möglich. Du bist im Abwehrkampf gegen die digitalen Geräte, weil die Kinder natürlich jetzt doppelt und dreifach gute Gründe haben, dass sie eigentlich den ganzen Tag dran sind, weil es kommen die Hausaufgaben ein und die Kolleginnen und die Freundinnen über WhatsApp und was ich was alles, aber du, das tut ihnen ja auch nicht gut. Wenn sie vorher schon so ein 15-Jähriger im Durchschnitt in Österreich über 5 Stunden am Smartphone war am Tag, dann droht sich das zu verdoppeln jetzt. Ist das gesund? Nein. Also gesund ist das nicht. Also das ist bei uns im Moment das größte Thema gewesen, die letzten 2 Tage. Weil wo findet man da eine Balance? Aus Wuhan gibt es ja Gerüchte, ich habe es noch nicht verifiziert, da muss man sich nochmal anschauen, dass die Scheidungsrate gestiegen ist, jetzt im Nachgang. Echt? Das kann schon sein, dass du drauf kommst, hey, mit wem bin ich da eigentlich verheiratet? Wenn du, ich sage immer, wenn jemand nicht oft siehst, muss der Matz drum Arschloch sein, dass du nicht auskommst miteinander. Nicht? Aber wenn du auf engem Raum miteinander musst, kommst du einfach drauf, vielleicht passen wir doch nicht so gut zusammen. Ich weiß es nicht. Also wir werden die skurrilsten Blüten auch erleben, die gar nicht dann so skurril sind, aber an die wir halt noch gar nicht. Ja, da werden die Beziehungen auf einem getestet, wie wahrscheinlich nie wieder sonst. Ne? Vielleicht gibt es auch einen Babyboom, nicht? Weil wenn wir endlich Zeit haben, einander näher zu kommen in 9 Monaten. Alles ist möglich. Ist ein Feldversuch, der in dieser Dimension noch nie unterwegs war auf diesem Globus. Ja, die Frage ist, ob das so lustig ist, wenn man behaupten kann, dann als Kind, dass man in Zeiten der Corona-Krise, so wie manche sagen, manche sind Blumenkinder, andere sind Corona-Kinder. Ich wollte gerade sagen, manche sind bei Woodstock gezeugt worden. Ja. Ja, ich bin gespannt, wie sich das alles auswirkt. Lustigerweise ist es ja so, man kann ja quasi mehr oder weniger fast jeden Tag ein neues Gespräch führen, weil natürlich sich permanent auch alles verändert. Gell? Das ist natürlich auch spannend. Ja. Sozusagen total, das ist ja auch für dich gar nicht einfach. Du wirst schnell raus müssen mit den Gesprächen, weil tatsächlich, man hat ab und zu das Gefühl, wenn etwas eine Woche alt ist, oder ich habe jetzt Podcasts mit Leuten gemacht oder Leute mit mir, die jetzt rauskommen, das war vor Corona quasi eine andere Zeitrechnung. Ne? Das ist emotional kaum anschlussfähig. Ne? Ja. Du schüttelst den Kopf und sagst, was ist mit dem? Wir sind im Moment sind wir kollektiv hypnotisiert von diesem Thema. Es geht kaum ein anderes medial durch. Auch darin liegt natürlich eine gewisse, ich habe da schon Respekt davor. Also wie gesagt, was die Regierung bisher gemacht hat, Chapeau, Hut ab, das finde ich gut gemanagt, gute Kommunikationsleistung. Aber die Verführung ist riesig natürlich, dass der Staat hier autoritär wird und anschließend nicht mehr gerne loslässt. Ja, dass er am liebsten Bewegungsprofile von uns allen hat, dass er ein bisschen Milizmobilmachung und ein bisschen hier und dort und ein bisschen die Journalisten sollen keine kritischen Fragen stellen, das geziemt sich nicht. Da gibt es sicherlich einige im System, die sich gern dran gewöhnen würden. Und da müssen wir Acht geben, dass wir mit dieser tiefen Krise nicht wichtige Freiheits- und Bürgerrechte, Bürgerinnenrechte verlieren. So en passant, im Vorbeigehen, weil es halt jetzt wichtig ist. Und noch einmal, alles, was bisher geschah, in Ordnung, check. Aber wir sind erst am Beginn. Und wir müssen da dann, wenn das vorbei ist, auch wieder auf der Ecke den staatlichen Zugriff auf unser Leben zurückschrauben. Sonst wäre das ein sehr hoher Preis. Hast du ungefähr so eine Idee oder ein Gefühl, wie lange sowas noch so eingeschränkt dauern könnte, wie wir gerade sind? Oder sozusagen den Zeitpunkt, wann könnte der sein, wo man sagt, okay, und jetzt haben wir es zumindest aus gesundheitlichen Blickpunkt hinter uns? Oder glaubst du, kann man das irgendwie? Ich glaube, das ist niemand so recht. Ich meine, du kannst heute ja googeln und bekommst Expertenmeinungen in alle Richtungen. Und es schauen verschiedene Länder offiziell anders drauf. Und die Briten sind ja auch keine Dummköpfe. Also
in Transfania, bin mir nicht sicher, nicht? Aber das ist auch unter irgendwie Experten umstritten. Ich meine, die Chinesen haben es vorbei und haben, wenn es stimmt, mehr Fälle im Moment von Ansteckungen über Einreisende, also was sie, die chinesischen Studenten, die aus Übersee kommen, die sind gerade die Buhmänner und Frauen, weil die halt sagen, bleibt draußen, studiert, das was uns, was dir dein Staat ermöglicht hat und du tust uns nicht anstecken. Das finde ich ganz erstaunlich, dass die das so in den Griff bekommen haben und jetzt das so verschwindet. Wenn die Kurve gleich wäre, ja, dann geht das Gespenst einmal durchs Dorf, dreht noch einmal um und noch einmal und dann ist es draußen. Aber wir wissen es nicht. Ja, wie wir die Kurve eben abflachen, das kann eben weit in den Herbst hineingehen. Wir wissen nicht, was die Reinfektionsraten sind, ob wir immun sind, nachdem wir es getragen haben, ob wir gut Herdenimmunität erreichen, ob das Ding irgendwann noch einmal mutiert. Ich würde da jetzt keinen langfristigen Prognosen trauen, weil wir können Szenarien ausstecken. Aber im Moment kann es nur quasi kurz-, mittelfristig handeln, nicht langfristig. Mhm. Und eben, wir müssen auch schauen, eben im Moment finden wir das ja alle noch erträglich, aber wie geht es der mentalen Gesundheit der Menschen? Das kann ja, in 3-4 Monaten ganz anders ausschauen, wenn auch die Rezession und die wirtschaftliche Depression sich hineinfrisst. Vielleicht kommen wir dann zu einer anderen Güterabwägung, ne? Dass wir sagen, wir beschleunigen jetzt oder wir nehmen in Kauf, die Durchsachung zu beschleunigen, weil wir es auch vom Gesundheitssystem her handeln können. Um das geht es ja im Moment. Wir dürfen keine Zustände wieder in Norditalien bekommen. Ja. Aber ansonsten muss ja einer für sich froh sein, wenn die Durchseuchung voranschreitet. Also, solange wir es vom Gesundheitssystem im Griff bekommen. Diese Formeln zusammenzubringen, ist nicht trivial. Noch einmal, weil der menschliche Preis der wirtschaftlichen Krise auch immens sein wird. Das haben wir im Moment noch völlig verdrängt. Das haben wir alles verdrängt. Das, was wirtschaftlich derzeit abläuft, im Schatten der täglichen Nachrichten von der Gesundheitsfront, ist so jenseits von dramatisch, dass es kaum fassbar ist. Und wird kollektiv verdrängt noch natürlich, weil wir es nicht einschätzen können, weil es auch keine Parallele gibt. Ja. Die kleinsten und kleinen und Mittelbetriebe sind betroffen von Tag 1 weg, und zwar teilweise zu 100%. Sowas haben wir noch nie erlebt. Ja. Brauchen wir ganz neue Instrumente? Wie greifen die Instrumente? Also es gibt so viele offene Parameter, dass du eine strategische Ableitung nicht langfristig machst. Beziehungsweise ob der Staat dann überhaupt alles dann auffangen kann, was hier an kaputten an Firmen jetzt gibt, die da kaputt gehen dran. Aber es werden ganz viele neue. Also das ist natürlich auch eben die kreative Destruktion oder die destruktive Kreativität, die da gleichzeitig einrückt. Ja? Das Alte stirbt, das Neue ist noch nicht ganz da, aber wird jetzt aus dem Boden sprießen überall. Und die Digital-Geschäftsmodelle, die werden eine Blüte haben, wie sie unvorstellbar war bisher. Wir werden ganze Geschäftsmodelle natürlich neu in die Welt bringen in den nächsten Wochen und Monaten. Ja, das heißt, der Mensch ist schon ein resilientes Wesen. Wir werden uns da aufstellen, wir werden uns adaptieren. Das ist also nicht nur jetzt, vieles stirbt weg. Nein, parallel wird viel Neues entstehen. Und dann gibt es ja gestern eine Prognose gelesen von einem Schweizer Bankhaus, die sagen, nein, das wird eine schnelle, tiefe Krise sein und dann wird es aber hochschnellen und wir sind im nächsten Jahr schon wieder dort, wo man, das glaube ich nicht. Ne? Aber du bekommst im Moment alle Szenarien, von das ist der Untergang der Spezies bis hin zu alles wird sein, wie es war in einem Jahr. Wird wohl dazwischen liegen. Weil du vorher gerade gesagt hast, dass eines aus sich, weil du sagst, der Online-Content oder das Online-Business, das merkt man jetzt eigentlich von Anfang an schon. Ich merke es bei Kollegen, Musiker, Kollegen, Bands und so weiter. Also der Online-Content, glaube ich, war noch nie so gefragt wie jetzt natürlich,
Weil natürlich man hat keine andere Möglichkeit sozusagen mit, was man früher über die Bühne kommunizieren konnte, früher in der Zeit, wo noch alles in Ordnung war. Aber das merkt man jetzt schon nach binnen kürzester Zeit, dass der Online-Content ist quasi die neue Währung mehr oder weniger, wenn es um Business geht irgendwie oder so. Ja. Und du hast dich ja auch neu erfunden und wir sehen ja, die Strukturen halten es derweil einmal aus. Ne? Netflix darf gedrosselt werden, falls die Bandbreiten nicht reichen. Auch das finde ich nachvollziehbar und gut. Aber die Infrastruktur hält es hier mal aus. Da darf uns nichts passieren. Ein Blackout jetzt obendrein wäre natürlich, also da gibt es viele Krisenszenarien, die wir uns ausmalen könnten. Das sollte man gar nicht machen jetzt. Aber wenn es die Infrastruktur aussieht, ist natürlich ein wahnsinniger Innovationsbeschleuniger. Also die Irritation ist ja die Mutter der Innovation. Wir hatten noch nie so viel Irritation seit 1945. Das heißt, es wird noch nie so viel Innovation da gewesen sein, wie jetzt in den nächsten Monaten und Jahren. Das ist ein wahnsinniger Beschleuniger für die Bildung. Wie man in den Kinderzimmern ist, die Digitalisierung ankommen, in den Klassenzimmern nicht. Aber jetzt kommt sie an, in den Wohnzimmern, die Klassenzimmer geworden sind. Ja, halt Individualklassenzimmer. Story One hat mir innerhalb von 6 Stunden so viel Zugriffe wie sonst innerhalb eines Monats nicht. Mhm. Ja? Also das sind unglaubliche Relationen, wo das Sprünge, Entwicklungssprünge drin sind, die sind immens. Wir haben uns den Server geknickt, wir haben nachrüsten müssen, einen Tag lang haben wir nur Troubleshooting gemacht, damit die Systeme halten. Und dann, das haben wir aber auch hier schon wieder international, also ab Dienstag kamen mehr als die Hälfte der Zugriffe aus Deutschland. Ja? Also das kommt ja viel zu kurz. Das ist für mich ein großer Schmerz, dass Europa hier so elendiglich auf Nationalstaatlichkeit zurückfällt und die Deutschen 2 Tage brauchen, bis sie irgendwie medizinische Artikel durchlassen nach Österreich. Das ist bitter. Das ist sehr bitter, aber war eigentlich immer meine... Also ich habe immer gesagt, Europa muss durch 7 Krisen gehen, gefühlt bauchmäßig, und dann steht eine Republik Europa auf. Nicht von 27 Staaten, es werden weniger sein, aber dann werden wir das gemeinsame wieder kultivieren. Wir haben 2008, wir haben 2015, wir haben jetzt 2020, dann kommen noch 4 Krisen und dann werden wir es irgendwann begriffen haben, besser marschieren wir miteinander. Wir sind alle miteinander verbunden. Da gibt es kein Entkommen auf diesem Planeten. Mhm. Ich habe mir vorher gerade gedacht, Innovation, die jetzt natürlich viel entstehen wird, aber natürlich teilweise notgedrungen. Gell? Das klar. Ist halt naja, aber das ist so wie halt, das ist keine Auszeichnung für die Spezies Homo sapiens, aber ganz viel Innovation kommt ja aus dem militärischen Sektor. Das verstehen nur wir Österreicher nicht, sonst fast alle Staaten, aber wir können uns das gar nicht vorstellen. Aber natürlich, da ist so viel Geld drin. Ne? Also Energy flows where attention goes. Die Energie fließt dorthin, wohin die Aufmerksamkeit hingeht. Im Moment geht sie natürlich ganz stark auf die Frage, wie organisieren wir uns? Wie tun wir miteinander? Wie erfüllen wir unter den sich veränderten Rahmenbedingungen unsere täglichen Bedürfnisse? Und das wird wuchern, wie die Pilze nach einem lauen Regen wird das aus dem Boden schießen. Also der Mensch ist da ein schöpferisches Wesen. Da können wir uns dann drüber freuen und noch einmal ausgesucht haben wir es uns nicht. Aber wir können das Licht im Schatten sehen. Ja. Ein sehr schönes Schlusswort, Matthias. Wir denken positiv, würde ich sagen, oder? Ja, dann hat alles Gute dir. Ja. Ich finde es super, dass du auch sagst, hey, ich mache das jetzt auf digital und remote. Wir bleiben in Kontakt, hätte ich gesagt. Ja, danke Matthias. Ja, bei mir muss ich sagen, bei aller Angst vor der Situation und auch bei aller Existenzangst, mir sind alle Auftritte als Musiker komplett weggebrochen, von quasi über Nacht. Aber bei mir überwiegt irgendwie der Trieb nach vorne irgendwie so. Ja. Also, super. Möchtest du ansteckend sein für all deine oder unsere Zuschauerinnen, Zuhörer? Ja. Ich glaube, wir müssen hier miteinander in Begegnung gehen. Das ist die große Einladung dieser Zeit. Eben Cocooning, ein neues Miteinander. Das ist die Einladung dieser Zeit. Zuhören, hinhören, schön. Also dann, trotz aller Tragödie. Ja, cool.
Matthias, ich danke dir für dieses schöne Gespräch. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Zeit hat man ja jetzt eh ein bisschen mehr, Gott sei Dank. Wobei ich habe bei dir festgestellt, du hast trotzdem noch viel Stress. Gell? Also, ja, ich habe viel um die Ohren, aber ja, passt ja. Schön. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich würde sagen, wir bleiben alle gesund und zu Hause. Gell? Ein wichtiger Appell. So ist es. Und oder allein mit Wald. Das ist auch okay. Aber ja, das geht auch. Wir bleiben mit den Ängsten lieben. Genau. Dann wünsche ich dir alles Gute, Matthias, und an unsere Zuschauer. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war was dabei für euch. Wir sehen uns demnächst bei der nächsten Folge. Ciao.